Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIP2. Die Situation auf den Intensivstationen wird immer schwieriger. Notbetrieb. Österreichweit ist knapp die Hälfte der Corona-Intensivbetten belegt und in einzelnen Bundesländern werden die Kapazitäten schon knapp. Dazu ein Schaltgespräch mit Jens Meyer, dem Intensivbettenkoordinator von Oberösterreich. Amtshilfe, das Bundesamt für Verfassungsschutz, ist kaum noch arbeitsfähig, sagen Kritiker. Warum ist das so und was muss jetzt getan werden? Der Hausbesetzer Donald Trump will seine Wahlniederlage weiterhin nicht akzeptieren. Wie gefährlich kann das werden? Darüber spreche ich mit dem Populismusexperten Jascha Monk in Washington. Der Hauptausschuss im Nationalrat will noch heute Abend die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in Österreich um weitere 10 Tage verlängern. Und ab morgen müssen alle Geschäfte im Land bereits um 19 Uhr zusperren, außer Shops in Tankstellen, Bahnhöfen und am Flughafen. Bei den Corona-Zahlen zeigt sich nämlich nach wie vor keine wirkliche Entspannung. Heute wurden 6.120 Neuinfektionen registriert. Der 7-Tages-Schnitt liegt mittlerweile bei mehr als 6.500. Und was der Politik noch mehr Sorgen macht, ist die Entwicklung in den Spitälern. Seit gestern sind über 300 weitere Corona-Patienten im Krankenhaus. Und auf den Intensivstationen werden bereits 495 Corona-Fälle behandelt. Das bedeutet, dass österreichweit knapp die Hälfte aller Intensivbetten, die für Corona-Patienten zur Verfügung stehen, belegt ist. In einzelnen Bundesländern ist die Situation aber weit dramatischer. Vor allem in Tirol und in Vorarlberg, aber auch in Oberösterreich. Dort waren sogar schon mehr als 90% der Intensivplätze belegt. Kurzfristig wurden jetzt aber zusätzliche Intensivbetten eingerichtet. Johannes Schwitzer und Peter Teubenbacher mit einem Überblick. Die Covid-Patienten werden mehr, die freien Betten weniger. Damit sie nicht zu wenig werden, rüsten die Spitäler jetzt um. Im Krankenhaus in Hall in Tirol sind in der psychiatrischen Station jetzt 12 Patienten nach Hause geschickt worden, um Platz für Corona-Infizierte zu machen. Statt dieser 12 Psychiatriepatienten können mit dem freigewordenen Personal jetzt etwa 4 Covid-Patienten betreut werden. Sie brauchen weit intensivere Betreuung. Wir müssen uns wappnen für die Zeit, in der wir gerade sind. Und dann überlegt man sich ganz genau, welche Station oder welcher Bereich kann geschlossen werden. Die Psychotherapiestation ist eine Station, wo geplante Aufnahmen stattfinden, keine Akutaufnahmen. Die verfügbaren Betten für Covid-Patienten in Tirol sind mittlerweile zu 3/4 ausgelastet. Aber dass Patienten mit Depressionen, Ess- und Persönlichkeitsstörungen gerade jetzt nach Hause geschickt werden, sorgt für viel Wirbel im Land. Obwohl es keine Akutfälle sind, sondern längerfristige Therapien, die jetzt vorübergehend unterbrochen werden. Psychisch labile, betroffene Menschen leiden da ganz speziell darunter. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht günstig ist, weil umsonst macht man diese Behandlungen ja nicht. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Leistungen einzuschränken. Und die Verantwortung bleibt dann bei uns, zu entscheiden, wo man das umsetzen kann, ohne die Patienten besonders zu irritieren. Aber dass das eine Störung eines Prozesses ist, ist natürlich klar. Auch Vorarlberg stockt auf. Hier sind bereits 70% aller Intensivbetten voll. Jetzt werden zusätzliche bereitgestellt. Aus den verfügbaren 51 werden damit 63. Im Notfall könnte man sogar auf über 100 aufstocken. Aber wahrscheinlich werden wir vieles an den Intensivkapazitäten brauchen. Aber ich persönlich glaube nicht, dass wir an die absolute Grenze stoßen werden. Aus dem ersten Lockdown habe man einiges gelernt. Diesmal werde man nicht fast alles zurückfahren und am Ende lauter leere Betten haben. Am meisten Corona-Fälle gibt es derzeit in Oberösterreich. Seit gestern sind hier wieder über 1.100 dazugekommen und wieder sind das mehr als in allen anderen Bundesländern. Hier ist man mittlerweile auf der Suche nach Erklärungen. Möglicherweise liegt es an der Teststrategie, heißt es. Oberösterreich zählt laut Krisenstab weiterhin nur zertifizierte Hals- und Nasenabstriche und etwa keine Gurgeltests. Auch in Oberösterreich hat die Zahl der Spitalspatienten zuletzt stark zugenommen. Und wir gehen jetzt nach Linz zu Universitätsprofessor Jens Meyer, dem Vorstand der Intensivmedizin am Kepler-Uniklinikum und auch Intensivbettenkoordinator des Landes Oberösterreich. Guten Abend. Guten Abend, Herr Wolf.
Herr Professor, in Oberösterreich waren die Intensivbetten für Corona-Patienten schon zu mehr als 90% belegt. Jetzt wurden noch mal 50 zusätzliche Intensivbetten eingerichtet. Aber man kann sich ja jetzt schon ausrechnen, dass die in 1 bis 2 Wochen auch alle voll sind. Was passiert dann? Dann wird die Kapazität noch einmal um 50 Betten erweitert. Gehen wir von dieser bekannten 110-1-Regel aus, also 100 infizierte Patienten führen zu 10 Spitalspatienten, führen zu einem Intensivpatient. So kann man sich eben ausrechnen, dass bei ca. 1.000 bis 1.500 Neuinfizierten pro Tag 10 bis 15 Patienten auf Intensivbetten eingeliefert werden. Diese Patienten liegen im Schnitt zwischen 10 und 14 Tagen. Und der Rest ist einfache Arithmetik, dass wenigstens 140, 150, 200 Betten benötigt werden, bei gleichbleibenden Fallzahlen, um mit den Kapazitäten zurechtzukommen. Steigen diese Fallzahlen noch weiter, dann ist die Leistung, die Kapazitätsleistung der Spitäler erreicht. Und was passiert dann? Der nächste Schritt, der denkbar wäre, wäre eine Spreizung der Leistungen, vereinfacht dargestellt. Wird es dann nötig sein, mit weniger Personal immer mehr Patienten zu versorgen, bei fallender Versorgungsqualität? Also die Patienten werden tatsächlich schlechter behandelt? Bei weniger vorhandenem Personal wird es nicht möglich sein, den hohen Standard aufrechtzuerhalten. Wir werden versuchen, eine sogenannte Triage-Situation so lange wie möglich hinauszuzögern. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist eine Triage, also ein Konkurrieren um Spitalsbetten von zwei unterschiedlichen Patienten noch nicht nötig. Wir werden durch diese Maßnahmen versuchen, auch unter der Inkaufnahme einer nicht so hochqualitativen Behandlung diese Triage-Situation so lange wie möglich zu vermeiden. Aber so lange wie möglich heißt doch, wenn man die Zahlen extrapoliert, Ende November, Mitte Dezember. Steigen die Fallzahlen nicht weiter an, so sind wir guter Dinge, dass bis Ende November mit den vorhandenen Kapazitäten dies zu halten ist. Steigen die Fallzahlen noch weiter an und kommt es zu einer Verschärfung dieser Situation, lässt sich das nicht ausschließen. Aber schon jetzt werden ja unmittelbar dringende Operationen nicht mehr durchgeführt. Aber das heißt ja nicht, dass diese Operationen nicht medizinisch nötig wären. Das sind ja trotzdem schwer kranke Menschen. Ist das nicht extrem problematisch? Zum derzeitigen Zeitpunkt werden insbesondere elektive Eingriffe nicht mehr durchgeführt. Und wie Sie ganz richtig beschreiben, bedeutet elektiv nicht indiziert, sondern es kann auch ein elektiver Eingriff durchaus indiziert sein. Selbstverständlich hat die Behandlung von Corona-Patienten und das Mengengerüst der zu behandelnden Corona-Patienten einen direkten Einfluss auf die möglichen durchführbaren anderen Operationen. Und wie auch bei der ersten sogenannten Welle, ist dies eine nicht unproblematische Situation. Das ist vollkommen richtig. Ihr Kollege Bernhard Lamprecht von der Lungenklinik war gestern sehr viel deutlicher noch. Er hat gesagt, das ist die größte Herausforderung für das Gesundheitswesen seit dem Zweiten Weltkrieg. Das klingt schon sehr dramatisch. Die Situation hatte auch das Potenzial, sich sehr dramatisch zu entwickeln. Gelingt es nicht, die Fallzahlen zu reduzieren, so laufen wir tatsächlich in eine Situation, die wir in der Versorgung von Patientinnen und Patienten so bisher noch in keinem Maße kennen. Und dementsprechend teile ich diese Meinung auch. Wenn es uns allerdings gelingen sollte, die Fallzahlen auch kurzfristig wieder zu reduzieren, könnte die Chance bestehen, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen. Aber war diese Situation nicht absehbar? Hätte man nicht über den Sommer deutlich mehr Kapazitäten schaffen müssen? Wir sind deutlich besser vorbereitet als bei der ersten Welle. Ich möchte an dieser Stelle nur Schutzausrüstung nennen, wo wir jetzt deutlich weniger Probleme haben. Ich möchte nennen Beatmungsgeräte, wo die Kapazitäten aufgestockt worden sind. Es ist also im Bereich der Sommermonate sehr viel passiert, um auch mit der zweiten Welle zurechtzukommen. Allerdings die wichtigste Ressource, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Pflege, Ärzte, die mit der Betreuung der Patienten betraut sind, die sind so schnell nicht aufzubauen. Und um hier hochqualifizierte Kräfte auszubilden, das dauert einfach seine Zeit und ist auch in einem halben Jahr so nicht machbar. In Oberösterreich ist die Corona-Situation ja ganz besonders prekär. Es gibt die meisten Neuinfektionen in Österreich zwischen 1.000 und 1.500 jeden Tag. Hat das auch damit zu tun, dass Mitte September 7 prominente Mediziner, darunter der Präsident der Oberösterreichischen Ärztekammer, eine viel beachtete Pressekonferenz gegeben haben unter dem Motto: Wir wollen Angst nehmen, wo erklärt wurde,
ist eh alles nicht so schlimm, wir müssen mit dem Coronavirus leben, war ein wörtliches Zitat dort und ein anderes wörtliches Zitat von Frau Professor Abfalter, Hygienikerin. Das Gesundheitssystem ist so gut vorbereitet für den Herbst und Winter wie noch nie. Offenbar hat man das ja alles nicht richtig eingeschätzt, oder? Diese Kausalität lässt sich wahrscheinlich nur sehr schwer herstellen. Und Fakt ist in meinen Augen auch, dass die Situation zwar, was die positiven Tests angeht, in Oberösterreich besonders bedrohlich wirkt, dass aber ganz Österreich und der ganze europäische Raum derzeit von der zweiten Welle betroffen ist. Fakt ist auch, dass mit der Vehemenz dieser zweiten Welle die wenigsten so gerechnet haben und es eigentlich in meinen Augen auch nicht absehbar war, dass sich die Situation so entwickeln würde, wie sie sich derzeit entwickelt hat. Sagt der oberösterreichische Intensivbettenkoordinator Jens Mayer. Das Gespräch haben wir aus Termingründen am Abend aufgezeichnet und damit zur Politik. Nach dem Terroranschlag von Wien letzte Woche mit 4 Todesopfern will die Volksanwaltschaft jetzt mögliche Ermittlungspannen im BVT, dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung, untersuchen. Das hat FPÖ-Volksanwalt Rosenkranz heute bekannt gegeben. Die Freiheitlichen schießen sich überhaupt auf Innenminister Nehammer ein und verlangen seinen Rücktritt. Die ÖVP wiederum ist heute ungewöhnlich harsch auf ihren einstigen Koalitionspartner Herbert Kickl losgegangen. Der habe im Innenministerium einen, Zitat, Haufen Mist hinterlassen. Einig sind sich aber alle, dass das BVT in seiner derzeitigen Verfassung kaum noch funktionsfähig ist und völlig neu aufgestellt gehört. Mit Nachrichtendiensten ist es ja so eine Sache. Eigentlich arbeiten sie im Verborgenen. Umso erstaunlicher, wie offen das Versagen des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung nun daliegt. Doch das Amt ist schon länger in Verruf, spätestens seit dem Sommer 2017, als ein Insider ein Konvolut über tatsächlich und mutmaßlich fragwürdige Vorgänge im BVT in Umlauf gebracht hat. 2002, unter Innenminister Ernst Strasser, wurden Staatspolizei und Sondereinheiten zum neuen BVT zusammengefasst. Diese Konstruktion hatte einen Geburtsfehler, sagt der langjährige Wiener Polizeigeneral und heutiger SPÖ-Politiker Franz Schnabel. Die meisten westlichen Dienste sind organisiert mit einer Analyse- und Erkenntnisabteilung, die getrennt ist, auch organisatorisch getrennt ist, von einer Abteilung für polizeilich-repressive operative Ermittlungsaufgaben. Beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland ist es der Verfassungsschutz auf der einen Seite mit Analyse- und Erkenntnisgewinn beauftragt, während eine zuständige eigene Abteilung mit einer eigenen Location des Bundeskriminalamtes für den operativen polizeilichen Dienst verantwortlich ist. An der Grazer Uni beschäftigt sich das Zentrum für Geheimdienst, Propaganda und Sicherheitsstudien schon lange mit der Aufgabe von Nachrichtendiensten. Dem Experten dort fehlen im BVT die besten Köpfe. Man müsste einsehen, dass dieses Amt, wie auch vielleicht die anderen beiden militärischen Nachrichtendienste, wirklich Spezialgebiete sind, wo wirklich also gut ausgebildete Leute tätig sind und zwar breit ausgebildet. Die müssen Sprachen können, die müssen wissen, was in der Welt vor sich geht, die müssen sich in der Geschichte auskennen, auch in der eigenen Geschichte. Wenn ich aber Leute anstelle, die aufgrund von Parteizugehörigkeit oder von Freundelwirtschaft, wie das bei uns heißt, und nicht wirklich aufgrund von Qualität und Kompetenz angestellt werden, dann komme ich irgendwann einmal in die Probleme und das scheint jetzt ein bisschen der Fall zu sein. Sicherheit müsse außerdem zur Chefsache gemacht werden. Eine Person, die Informationen aus den Ministerien für Inneres, Verteidigung, Justiz und Außenpolitik zusammenfügt und koordiniert. Denn der Terroranschlag in Wien hätte verhindert werden können, ist sich der Geheimdienstexperte sicher. Innenminister Nehammer, der wegen der Ermittlungspannen seit Tagen in der Kritik steht, hat ja, und nicht zum ersten Mal, eine Reform des BVT angekündigt. Und eine Untersuchungskommission, in deren Auswahl auch die Opposition eingebunden werden will. Wir als Opposition wurden bis jetzt in die Einberufung der Untersuchungskommission in keinsterlei Weise eingebunden, insbesondere nicht, was die Frage der Leitung betrifft, wo unsere Forderung war, dass die von Seiten der Opposition auszuwählen ist, um hier ein Vertrauen in eine unabhängige Kontrolle dieser Vorfälle und Ermittlungen im Fall Terrorattentat am Ende zu haben. Mit Untersuchungskommissionen ist das ja so eine Sache. Eigentlich sollten sie transparent gehandhabt werden. Die Opposition ist umso erstaunter,
wie sehr hier bis jetzt im Verborgenen gearbeitet werde. Und ich muss mich noch kurz korrigieren. Der Hauptausschuss des Nationalrats wird erst morgen Abend die Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen um weitere 10 Tage beschließen, nicht heute Abend. Und damit ins Ausland. Seit Tagen ist US-Präsident Trump nicht mehr öffentlich aufgetreten, sondern wurde nur am Golfplatz gesehen. Aber auf seiner Lieblingsplattform Twitter kämpft er weiter gegen die Realität. Wir werden gewinnen, hat er heute in Großbuchstaben verkündet und wieder, ohne jeden Beweis, von angeblichem Wahlbetrug fantasiert. Aber Trump twittert nicht nur, er spannt auch seinen Justizminister und Behörden für die Kampagne gegen seinen Nachfolger Joe Biden ein. Der hat das Verhalten des Präsidenten vor wenigen Minuten auf einer Pressekonferenz eine Peinlichkeit genannt. Aus den USA, David Kriegleder. Präsident Trump gibt sich auf Twitter weiter siegessicher. Er spricht von Wahlbetrug und will das Ergebnis in mehreren umkämpften Bundesstaaten rechtlich anfechten. Doch etliche Klagen wurden bereits abgewiesen. Trumps republikanische Parteikollegen halten ihm trotzdem die Stange. Präsident Trump is 100% within his rights. Präsident Trump hat zu 100% das Recht, Vorwürfe zu Unregelmäßigkeiten bei der Wahl vor Gericht untersuchen zu lassen, so Senatsführer Mitch McConnell. Er weist darauf hin, dass auch die Demokraten die Rechtmäßigkeit von Trumps Sieg 2016 nie anerkannt hätten. Es wird einen flüssigen Übergang zu einer zweiten Amtszeit Trumps geben, sagt Außenminister Pompeo grinsend. Auch der Trump-treue Justizminister William Barr hat nun eine Untersuchung der Wahl eingeleitet. Die Demokraten sprechen von einer Farce. Es gebe keine Beweise für Betrug und eine Verschwörung. Zumal die republikanischen Kongressabgeordneten bei derselben Wahl ja gut abgeschnitten hätten, sagt Senator Coons. They won in the key contested House seats and Senate seats. Das hindert die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, nicht daran, weiter mit Unwahrheiten um sich zu werfen. And we want every illegal vote to be... So dreist, dass sogar der konservative Sender Fox News kurzerhand die Übertragung unterbricht. I can't in good countenance continue showing you this. Doch die Desinformationskampagne der Republikaner zeigt Wirkung. Laut neuesten Umfragen glauben 70% ihrer Wähler, dass der Urnengang nicht fair und rechtens abgelaufen ist. Wie eine geordnete Machtübergabe in diesem vergifteten Klima stattfinden soll, ist unklar. Und diese Unsicherheit hat auch internationale Auswirkungen. Autokratische Regime von Russland über China bis Brasilien haben Biden noch nicht zum Sieg gratuliert. Sie scheinen zu spüren oder zumindest zu hoffen, dass der Machtkampf in den USA noch nicht entschieden ist. Und wir gehen jetzt nach Washington zum deutsch-amerikanischen Politikwissenschaftler Jascha Monk, der an der Johns Hopkins und an der Harvard University lehrt und sich besonders mit dem Thema Populismus beschäftigt. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Professor Monk, hat Donald Trump eigentlich eine realistische Chance, an diesem Wahlergebnis noch etwas zu ändern? Oder was erwartet er sich davon, seine Niederlage einfach nicht einzugestehen? Nein, eine realistische Chance hat er sicherlich nicht. Es wird in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin zu einigen Gerichtsprozessen kommen. Vielleicht mag es sogar sein, dass dort ein paar hundert Stimmen sich verändern, weil sie rausgeschmissen werden müssen oder so etwas. Aber das würde am Wahlausgang nichts ändern. Was ihm das bringt, ist, dass er diesen Mythos weiter verbreiten kann, die Wahl sei gestohlen worden und es geht da alles nicht mit rechten Dingen zu. Und das wird eventuell einen Teil der republikanischen Basis noch einmal stärker an ihn glauben lassen. Denn es ist sicherlich in Donald Trumps Interesse, dass er sagen kann, ich hätte die Wahl ja gewonnen. Es ist nicht deshalb, weil ich ein Verlierer bin. Es ist nicht deshalb, weil meine politische Vision nicht funktioniert. Es ist, weil mir die Wahl gestohlen worden ist, dass Joe Biden dann doch der 46. Präsident der Vereinigten Staaten wird. Laut einer ganz neuen Umfrage glauben schon 70% der republikanischen Wähler, dass es tatsächlich Wahlbetrug gegeben hat, obwohl es keinerlei substanzielle Hinweise darauf gibt. Für wie gefährlich halten Sie Trumps Strategie? Es ist natürlich gefährlich. Es ist natürlich unsäglich, dass ein amerikanischer Präsident behauptet, die Wahlen seien nicht mit rechten Dingen zugegangen. Das unterminiert das Vertrauen in das System erheblich und das macht mir durchaus Sorge. Gleichzeitig sollten wir nicht übertreiben, wie gefährlich das jetzt wird. Wir haben schon einige Präsidenten gehabt, die von vielen Amerikanern nicht als legitim
gesehen wurden. George W. Bush wegen den Vorgängen in Florida 2000, Barack Obama, weil er angeblich in Kenia geboren worden sei, Donald Trump auch aufgrund von russischer Einmischung in den Wahlen. Ich habe gestern mit einem Freund in Texas gesprochen, der mir gesagt hat, ja, meine Nachbarn, die republikanisch gestimmt haben, sie glauben zwar nicht wirklich, dass die Wahl mit rechten Dingen zugegangen ist, aber erstens glauben sie das sowieso nie, dass Politiker wirklich die Wahrheit sagen. Also das ist jetzt kein besonders seltsamer Gedanke, dass vielleicht auch jetzt gelogen worden ist. Und die Trump-Fahnen, die bis vor ein paar Tagen vor ihrem Haus standen, sind mittlerweile eingerollt worden und stattdessen sind jetzt Fahnen für das lokale Fußballteam draußen zu sehen. Unabhängig davon, wann Donald Trump seine Niederlage realisiert und eingesteht, haben ihn ja doch mehr als 70 Millionen Amerikaner gewählt. 7 Millionen mehr als beim letzten Mal. Und das trotz dieser völlig absurden 4 Jahre mit mehr als 20.000 öffentlichen Unwahrheiten und Lügen, mit all den rassistischen und sexistischen Ausfällen, den irren Tweets, der Faszination mit Diktatoren, den 750 Dollar Bundessteuern eines angeblichen Milliardärs, einer 250.000 Pandemietoten nahezu. Trotzdem gewinnt der Millionen Wähler noch dazu. Wie erklären Sie sich das? Das ist zuerst mal schwer zu erklären, aber als Populismusforscher ist das für mich keine große Überraschung. Denn wir sehen in vielen Teilen der Welt, dass Populisten, die vielleicht ein bisschen disziplinierter und ein bisschen weniger absurd wie Donald Trump sind, aber auch nicht so sehr verschieden, nicht nur Millionen von Wählerstimmen erlangen, sondern oft sogar wiedergewählt werden. Das sehen wir von Linkspopulisten wie Hugo Chavez in Venezuela bis zu vielen Rechtspopulisten von Narendra Modi in Indien bis zu Viktor Orban in Ungarn. Das bedeutet, diese Politiker schaffen es, eine sehr loyale Gefolgschaft aufzubauen. Sie schaffen es, vielen Bürgern Zweifel an der Legitimität des Systems einzuflößen. Und selbst wenn sich ihre großen Versprechungen als falsch erweisen, bleiben viele Menschen doch bei ihnen. Am 20. Jänner muss er jedenfalls aus dem Weißen Haus ausziehen. Welche Rolle wird er denn dann Ihrer Meinung nach in der amerikanischen Politik noch spielen? Naja, er wird natürlich weiter auf Twitter seine tägliche Meinung zur Politik von sich geben. Es gibt viele Spekulationen, dass es dann Trump TV, also einen Trump-Fernsehkanal geben wird. Die große Frage ist, ob er weiter als Königsmacher den republikanischen Kandidaten in den nächsten Wahlen bestimmen kann oder sogar selber noch einmal antritt. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Es könnte sich aber zum Beispiel auch erweisen, dass er versucht, 2024 die republikanische Nominierung zu kriegen und republikanische Wähler dann aber eine andere Meinung haben. Ist es auch denkbar, dass Trump 2024 nochmal antritt und gewinnt? Das ist denkbar, besonders falls die Biden-Regierung Fehler macht, falls sie sich angreifbar macht, falls sie zum Beispiel nicht so wie Biden es verspricht, für alle Amerikaner regiert und spricht, sondern der linken Fraktion innerhalb der Demokratischen Partei zu viel Spielraum gibt. Für sehr wahrscheinlich halte ich es momentan aber nicht. Es ist eine Gefahr, über die müssen wir auch weiter nachdenken, gegen sie vorsorgen. Aber einfach wird das für Herrn Trump nicht. Sagt der Populismusforscher Jascha Monk in Washington. Das Skype-Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Und jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag. Die EU-Mitgliedstaaten und das EU-Parlament haben sich auf das 1,8 Billionen Euro schwere Haushalts- und Finanzpaket geeinigt. Ausgewählte Programme zu Themen wie Forschung, Gesundheit oder Bildung sollen zusätzliches Geld erhalten. Auch die Grundvoraussetzung für das Corona-Hilfspaket ist damit auf den Weg gebracht. Polen und Ungarn drohen allerdings noch, den Budgetbeschluss zu blockieren, denn er enthält Sanktionen bei Rechtsstaatsverstößen. Nach dem Terroranschlag in Wien hat Bundeskanzler Kurz Frankreichs Präsident Macron besucht. In einer gemeinsamen Videokonferenz mit Deutschlands Kanzlerin Merkel, dem niederländischen Regierungschef Rutte und der EU-Spitze ist man sich einig. Europäische Maßnahmen im Kampf gegen islamistischen Terror sollen ausgeweitet werden. Vor allem will man auf einen verstärkten Schutz der EU-Außengrenzen setzen. In einem landesweiten Großeinsatz ist der Verfassungsschutz gegen die rechtsextreme Szene vorgegangen. In 7 Bundesländern gab es Hausdurchsuchungen. Den Verdächtigen werden Verstöße gegen das Verbotsgesetz vorgeworfen. Großteils geht es um Hass im Netz.
Stürme und schwere Regenfälle haben auf der griechischen Insel Kreta zu massiven Überschwemmungen und einem Verkehrschaos geführt. Betroffen war vor allem die beliebte Urlaubsregion im Osten von Heraklion. Laut Meteorologen soll es bis morgen weiter regnen. Und vor wenigen Minuten wurden in Wien die Sportler und Sportlerinnen des Jahres bekannt gegeben. Bei den Herren hat heuer, wenig überraschend, Tennis-Ass Dominic Thiem den Seriengewinner Marcel Hirscher abgelöst. Bei den Damen gab es mit Leichtathletin Ivona Dadic ebenfalls eine Premierensiegerin. Und Mannschaft des Jahres wurde bereits zum dritten Mal in Folge Fußballmeister Red Bull Salzburg. Und wir schauen jetzt noch schnell aufs Wetter. Das Wetter bleibt zweigeteilt. Nebel und Hochnebel über den Niederungen sind morgen einmal mehr treue Begleiter. Ab und zu nieselt es. Im Bergland ist es nach Frühnebel hingegen wieder sehr sonnig. Dazu je nach Nebel und Sonne 5 bis 13 Grad. Sehr mild ist es auf den Bergen. In 2000 Meter hat es morgen um 3 und um 5 Grad. Die 0-Grad-Grenze liegt in rund 3000 Meter Höhe. Am Donnerstag beginnen sich die Nebelfelder zu lichten. Wechselhaft verläuft dann der Freitag. Vor allem im Nordosten bringen Wolken einzelne Schauer. Länger sonnig ist es im Westen und Süden. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns für heute von allen, die wir Dreiser zugeschaut haben. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. In ORF 2 zeigt Kreuz und Quer jetzt im Rahmen des Programmschwerpunkts Pflege die Dokumentation Mut zur Menschlichkeit. Seit 100 Jahren steht die Caritas Menschen am Rande der Gesellschaft zur Seite und unterstützt Menschen in Not. Ganz persönliche Geschichten zeigen Ihnen jetzt, wie vielfältig die Caritas da agiert. Und die nächsten aktuellen Nachrichten, die hatte Zip Nachtgast im Studio, ist die Kriminalsoziologin Veronika Hofinger, Mitautorin einer Studie über radikalisierte Islamisten in Österreich. Um 23.13 Uhr in ORF 1. Inzwischen von uns allen ja noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.